Social Media ist eigentlich nichts anderes als eine Weiterentwicklung des Internets. Bis vor kurzem war das Internet im Wesentlichen ein Informationsmedium. Doch in den letzten Jahren hat es sich immer mehr auf soziale Kontakte ausgerichtet. Heute werden auch vermehrt Plattformen wie zum Beispiel Facebook, Twitter, YouTube und Co. benutzt, um entsprechende Kaufentscheide treffen zu können. Man tauscht sich auf diesen Plattformen aus, gibt seine Meinung preis, empfiehlt Produkte und Marken, aber kritisiert die auch, wenn es nötig ist. Im Zusammenhang mit Social Media spricht man deshalb auch vom Mitmachweb. Diese sozialen Netzwerke sind entstanden, weil Benutzer Plattformen gesucht haben, um sich unter Gleichgesinnten vereinigen und austauschen zu können. Das ist aber nicht alles. Es gibt inzwischen auch sogenannte Social News Seiten, wie beispielsweise Dick oder SlideShare, auf denen von Usern Wissen in Form von Dokumenten, zum Beispiel Berichte oder Präsentationen und so weiter zur Verfügung gestellt werden. Und zwar allen, die sich dafür interessieren. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die sogenannten Bookmarking Seiten, auf denen Websites gefunden werden können, die von anderen Benutzern weiterempfohlen wurden. Es gibt zurzeit Dutzende von Social Media Plattformen. Trotzdem, in einem Satz gesagt, sind Social Media eigentlich nichts anderes als Benutzertreffpunkte für einen interaktiven Austausch. Was bringt einem Social Media privat oder persönlich? Das muss natürlich jeder selber für sich beantworten. Was bringt Social Media meinem Online-Business oder meinem Business überhaupt? Das ist eigentlich für mich viel die interessantere Frage. Und da sind wir dann auch schnell beim Social Media Marketing angelangt. Marketingfachleute haben in den letzten Jahren bemerkt, dass sich auf eben diesen sozialen Plattformen vermehrt auch ihre Zielgruppe aufhält. Und dabei wurde auch festgestellt, dass über soziale Plattformen eine wesentlich größere Community angesprochen werden kann, als über traditionelle Werbekanäle. Man hat also mit der Berücksichtigung von sozialen Plattformen auch die Möglichkeit, seine Produkte oder Dienstleistungen einer breiten Masse anbieten zu können. Und genau da fängt die Gratwanderung auch an. Social Media heißt, wie schon erwähnt, nicht verkaufen, sondern sich austauschen. Verkaufe ich aktiv und mit Nachdruck über solche Plattformen, laufe ich Gefahr, von der Community abgestraft zu werden. Vielleicht ist daher auch gut zu wissen, dass in solchen Netzwerken zuerst ein gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden muss und erst dann kann man ab und zu dezent auf seine Produkte hinweisen. Diesbezüglich werden teilweise noch viel zu viele Fehler gemacht. Es gibt auch einen Grundsatz in Social Media und der heißt Zuhören, Lernen, Mitmachen. Also was bringt mir Social Media? Eine ganze Menge, nämlich direkten Kundenkontakt, Werbung en masse, Kundenfeedbacks für Produkteverbesserungen oder Anpassungen und einen guten Ruf, sprich Reputation, wenn ich es richtig mache. Ja, die Zielbestimmung in den sozialen Medien ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Setzt man sich gute, klar definierte Ziele, dann ist das Risiko eines frühzeitigen Scheiterns auch wesentlich geringer. Experten empfehlen deshalb, die Zielsetzung nach der SMART-Methode vorzunehmen. Das heißt, Ziele müssen konkret, messbar, erreichbar, realistisch und zeitlich klar definiert sein. Wenn man also sagt, ich möchte mehr Interessenten gewinnen, so ist das eine Aussage, die sicher viel zu ungenau ist. SMART würde in diesem Fall heißen, beispielsweise, ich möchte innerhalb von 2 Monaten bei Twitter 1000 neue Follower generieren. Damit man weiß, ob die gesetzten Ziele überhaupt der SMART-Methode entsprechen, muss man aber zuerst eine Art Marktforschung betreiben. Dazu gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Einige loggen sich einfach in die wichtigsten Netzwerke ein und beobachten passiv, wer was, wann, wie viel macht. Das ist sicher nicht die schlechteste Methode, so quasi nach dem Motto eben zuhören, lernen, mitmachen. Aber eine andere Methode ist das Überwachen der eigenen Produkte, auch der eigenen Marke, des eigenen Firmennamens, der Kunden oder auch Mitbewerber, nämlich durch sogenannte Aggregatoren, also Überwachungstools,
wie beispielsweise Google Alerts, Social Mention oder einfach nur Twitter. Man gibt bestimmte Suchbegriffe ein, um aufgrund der Resultate hoffentlich die richtigen Schlüsse ziehen zu können und dann ebenfalls konkrete Ziele formulieren zu können. Genauso wichtig wie die Ziele oder fast noch wichtiger in meinen Augen ist die Strategie. Wie setze ich mein Social Media Vorgehen richtig in die Tat um? Da tauchen Fragen auf, wie bin ich bereit, negative Resonanzen anzunehmen? Klammer Kontrollverlust. Was und wie viel delegiere ich an meine Mitarbeiter? Wer ist für was verantwortlich und bin ich grundsätzlich auch bereit, gewisse Risiken einzugehen und etwas zu experimentieren? Also viele Fragen. Um Antworten zu bekommen, ist immer noch am besten, dass man es einfach tut. Social Media ist nämlich auch Learning by Doing. Sollen oder müssen, sollte man ja eigentlich gar nichts. Social Media ist ja grundsätzlich auch eine Denkhaltung, nicht einfach nur eine Marketingdisziplin. Tatsache ist auch, dass immer mehr Budget von Unternehmen ins Online-Marketing und da wiederum konkret in die Aktivitäten der Social Media fließen. Es ist halt einfach günstiger und erst noch wesentlich effektiver und erfolgreicher, sich in den sozialen Medien zu engagieren, als beispielsweise teure Inserate in den Printmedien zu schalten. Wobei letztere in bestimmten Situationen sicher auch ihre Berechtigung haben, insbesondere wenn es um einen Markenaufbau geht. Social Media ist nicht einfach nur ein Hype, sondern, und das bestätigen auch immer mehr Experten, es findet eine Veränderung in unserem Kommunikationsverhalten statt. Der Mensch will sich austauschen und bei Entscheidungen beraten und mitreden können. Ob es in einigen Jahren Facebook noch geben wird, kann man nicht sagen. Sicher ist aber, dass es immer noch soziale Medien, möglicherweise einfach mit anderen Namen, geben wird. Wer also jetzt Social Media für sich entdeckt, der hat in meinen Augen klar Vorteile. Da die ganze Entwicklung erst am Anfang ist, hat man jetzt auch gute Gelegenheit, noch auf den Zug aufzuspringen. Wenn jetzt beispielsweise eine Facebook-Seite, also einen Unternehmensauftritt einrichtet, diese gut pflegt und mit anderen Online-Auftritten effizient vernetzt, der kann praktisch zuschauen, wie sich die Anhängerzahl täglich steigert. Natürlich immer vorausgesetzt, dass es sich an die Social Media Guidelines hält. Social Media ist deshalb unbestritten die Zukunft des Online-Marketings. Eigentlich ist Social Media relativ einfach und vor allem ohne großen technischen Aufwand zu machen. Natürlich braucht es ein gewisses Grundverständnis über das Internet und gewisse Marketingabläufe. Wer also mit dem Internet nichts am Hut hat und vom Marketing auch keine Ahnung hat, der sollte von den sozialen Medien besser die Finger lassen oder noch besser einen Experten beiziehen. Wer aber eine positive Grundeinstellung hat und auch bereit ist, Social Media zu begreifen, wer also den Willen hat zu lernen, der ist klar im Vorteil. Wie gesagt, Ziele, eine Strategie, ein gutes Monitoring und die Lernbereitschaft sind in meinen Augen die wichtigsten Faktoren. Ja, natürlich, ohne PC mit Internetanschluss geht es auch nicht.